So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Waller-Serie. Ich glänze am ganzen Körper. Das heißt, wir haben eine absolute Hitzewelle. 35 Grad hat es heute. Ich habe gewartet bis 18 Uhr zu Hause. Jetzt bin ich hierher gelaufen, schweißgebadet, angekommen und werde jetzt meine Routen fertig machen. Diesmal kommt ein Köder zum Einsatz. Den hatten wir in unserer ganzen Serie von diesem Jahr noch nicht einmal zum Einsatz gebracht. Und zwar ist es der Tintenfisch Octopus. Und zwar habe ich hier noch zwei Stück. Ne, es sind drei sogar, glaube ich, drin, oder? Sind es zwei? Na gut. Zwei, drei Stück eingefroren. Die tauen jetzt so langsam auf. Also das dauert jetzt gar nicht mehr lang. Dann sind die fertig. Dann kommen die heute zum Einsatz. Weil mittlerweile habe ich echt schon den Eindruck, wenn der Wels frisst und ist unterwegs, dann ist es eigentlich scheißegal, was da an Köder dranhängt. Der wird ihn nehmen. Also wollen wir jetzt trotzdem nochmal versuchen, ob wir nicht auf den Oktopus auch noch so einen Biss bekommen. Vielleicht sogar einen ordentlichen auch rauskriegen. Ja, das soll ja das Ziel sein. Ja, dazu habe ich mir auch irgendwann mal ein spezielles Vorfach gebastelt, was ich hoffe, dass ich es jetzt finde irgendwo, denn hier müssen wir unbedingt aufgeräumt werden. Sag mal, geht es euch genauso, dass nach einigen Einsätzen die Angeltasche in etwa so aussieht. Und zwar wie Kraut und Rüben. Also da ist alles mehr oder weniger da. Aber überall. Aber ich guck mal, vielleicht finde ich es ja irgendwo. Hier sind schon mal hier die Bissanzeiger, Wäscheklammern. Ui, da hängt noch was anderes dran. Ah, das war das Vorfach vom letzten Mal wahrscheinlich. Hier Vorfach. Oh, hier kommt noch mehr mit. Naja, da muss ich unbedingt mal aufräumen. Bis jetzt ging die Tasche immer wieder zu. Reicht ja dann eigentlich auch. Zumindest hat man alles dabei. So, wie geht's weiter? Hier, hier hab ich's. Ganz einfaches Ding. Und wer sollte anders glauben? Auch mit Heizungsisolationsschaum. Ja, da habe ich es halt aufgewickelt auf das Stück. Bei Bedarf kann man sich auch noch mal ein Stück hier davon abmachen. Gut, so, ui. Also, das Vorfach für die Tintenfischmontage ist wie folgt aufgebaut, und zwar als erstes, ganz zum Abschluss, ein Drilling, ja. Man kann natürlich auch einen Einzelhaken nehmen, aber hier hatte ich halt ein Drilling gewählt, dann wird auf die Schnur, hier bei mir in dem Fall, ist es jetzt noch ein geflochtenes Vorfach. Kann man genauso gut mit dem 90er Hartmono Seewasservorfach wie dem Maasai machen. So, das wird also hier freigleitend aufgezogen. Und der Einzelhaken, der ist auch frei beweglich hier auf dem Vorfach. Weil der wird erst nachher benötigt. So. Gut, wie es dann im Einzelnen aufgezogen wird, zeige ich, sobald die Oktopusse aufgetaut sind. Ich kann es ja vorab schon mal verraten. Also, man zieht den Oktopus von hinten durch die Tube nach vorne auf, zieht ihn quasi hier auf die Schnur. Der Hohlraum wird befüllt mit hier diesem Heizungsrohr-Isolationsschaum. Ja, genau. Und dann kommt der Einzelhaken zum Einsatz. Der bestimmt nämlich dann letztendlich, in welcher Höhe der Oktopus über dem Drilling fixiert wird. Damit der Drilling mehr oder weniger hinten frei, ohne irgendwelche Berührung mit dem Oktopusfleisch, im besten Fall im Welsmaul greifen kann. Ich werde hier hinten dann auch noch so zwei, drei Tauben mehr drauf machen. Das beruhigt mich dann doch mehr. Und oben vielleicht auch noch ein, zwei.
Tauwürmchen auf den Einzelhaken. Ja, und dann wird es einfach ausgelegt und dann stellt sich das Vorfach, ja, in meinem Fall jetzt hier etwa 50 cm über Grund auf, je nach Strömungsgeschwindigkeit. Hier habe ich gerade gesehen, eigentlich annähernd null Strömung. Finde ich nicht so gut, aber ich kann jetzt keine Strömung machen. Müssen wir damit leben. Also wie gesagt, stellt sich 50 cm auf und warte dann auf einen vorbeischwimmenden und vor allen Dingen hungrigen Wels. Gut. So viel dazu. Ich sitze noch alleine hier. Der Tom arbeitet noch, ich glaube noch eine halbe Stunde hat er. Dann wird er hier auch vorbeikommen, na, bis er hier ist. Ich schätze mal, dauert es etwa eine Stunde noch. Und dann greifen wir mit 4 geballten Ruten an. Ich denke 2 Stück halt mit Oktopus und die anderen 2 mit Tauwurm, Fischchen, Kombination in der Art. Ich werde jetzt gleich mal da vorne ausloten, wie tief es da ist, weil hier waren wir auch noch nie. Wir probieren es einfach mal. Ja, hier hinten geht laufend so ein Klacker los. Das ist mein Handy, das spinnt schon wieder. Entweder schreibt der Tom, lass mich doch mal schauen. Entweder schreibt er irgendwas. 20 Uhr. So. Hier hat er geschrieben. Nee, dauert noch mindestens eine Stunde. Na gut, das ist auch schon mittlerweile eine halbe Stunde her, wo er das geschrieben hat. Gut. Dann wird er bald kommen. Und ich baue hier weiter auf. Ja, das mache ich. Hoch die Hände, Wochenende. Oh Mann, nix wie weg hier und ab ans Wasser jetzt. Der Martin ist schon längst da. Was eine Hitze. So, ausgelotet habe ich ein bisschen. Ist hier deutlich tiefer als an unseren letzten Plätzen, aber ich werde trotzdem relativ grundnah die Köder anbieten. Und ich glaube so, naja, 50, 60 cm über Grund könnte, ja, das ist meine Vermutung, einfach zum Erfolg führen. Ich mag irgendwie diese langen Vorfächer, mag ich persönlich nicht so. Zumal, wenn man hier vom Ufer aus mit der Wurfmontage als Plumpsmontage angelt, dann sind diese langen Vorfächer eher hinderlich. Also besser und einfacher lassen sich natürlich die Vorfächer werfen, die etwas kürzer sind. Also bleibe ich hier dabei und es muss gehen oder muss halt eben nicht gehen. Irgendwas muss passieren. Ja oder nein. So, also der Oktopus ist aufgetaut. Hier ist das gute Stück. Das riecht barbarisch. Obwohl er nicht mal in der Sonne gelegen hat, weil die Weltspezialisten legen die ja noch mal in die Sonne. Also hier, ich glaube, meine haben hier diese ganze Sonnenenergie schon über jahrelange Gefriererfahrung aufgeholt und haben also so auch ein wunderbares Aroma. Aber lange Rede, kurzer Sinn, die soll ja hier an die Montage, also geht's los. Den Einzelhaken haben wir vorhin schon abgemacht, vorerst. Und jetzt geht's los. So. Also, einmal durch die Tube durch. Und vorne wieder raus. Zack. Das war's. Hier schon mal. So. Jetzt müssen wir hier die Tube etwas über den Heizungsisolationsrohr Schaum schieben. Ja.
und zu etwas widerspenstig, aber es funktioniert. So. Jetzt ist er drin. Zack. Ah, da verändert er ab und zu mal ein bisschen die Farbe, aber das sei ihm gegönnt. So. Jetzt kommt der zweite Haken zum Spiel. Nicht zum Spiel, ins Spiel. Den ziehen wir also jetzt hier gerade wieder auf. Zack. Und haken hier vorne den Tintenfisch ein. So, und jetzt können wir hier mit dem Haken in etwa bestimmen, wo der Drilling sitzen soll. Also ich würde ihn jetzt mal so direkt neben das Köpfchen freischwebend setzen. Kann man zur Not mal eine Hakenspitze fixieren, da im Kopfbereich. So, also halten wir uns hier den Haken fest und machen hier einen ganz einfachen No-Knot-Verbindungsknoten. Was erzähle ich denn für einen Mist? Verbindungsknoten. Einen ganz einfachen No-Knot-Knoten. Genau, so. Jetzt sitzt er etwas über dem Drilling. Der kann mit allen drei Haken sauber fassen. Wenn ich da noch ein paar Taube mehr drauf mache und das auftreibende Oktopus schwebt dann in etwa so über Grund mit der leichten Strömung, so, dann kann das doch wirklich nur, also das kann ja nur zum Anbiss führen, denke ich mal. So, jetzt mache ich hier noch ein paar Taube mehr drauf, dann zeige ich es noch mal kurz und dann versenke ich es. Ja, und zwar da drüben drin. Ja. Ein Fischmarkt ist echt ein Scheißdreck dagegen. Soll aber funktionieren. Wir werden sehen, ob es das tut. So sieht es jetzt aus und kommt jetzt hier drüben rein in die kleine Bucht. Losgehen. Erste Rute ist scharf. Auf die andere Rute kommen jetzt zwei Gründlinge, garniert mit Tauwürmern. Ich glaube, drei Tauwürmer habe ich mit dazu gepackt. Unten einen am kleinen Nachläuferhaken und hier oben zwei Stück auf den Einzelhaken gesteckt. Das sieht hervorragend aus und macht einen wunderbaren Eindruck an Duftexplosion. Ja, die zwei U-Posen, die kleinen Heizungsrohr-Isolations-U-Posen, habe ich ganz press an den Haken geschoben. Und zwar relativ starr fixiert. Die bleiben dann quasi auch schon mit einem gewissen Abstand stehen, denn wie ich ja festgestellt habe,
ist hier sehr, sehr wenig Strömung. Und somit habe ich dann, wenn sich jetzt das Vorfach aufstellt vom Grund, habe ich hier so einen gewissen kleinen Abstand zu meiner Vorfachschnur, die unten zum Blei geht. Und hier der Rest baumelt dann schön, hier so in der ganz, ganz sanften Strömung in der Bucht und wartet auf einen Abnehmer. Ja, aber der wird auch nur kommen, wenn dieser Köder ins Wasser kommt. Das mache ich jetzt. Da muss ich mich ein bisschen durchs Gebüsch schlagen, denn die zweite Route werde ich etwas flussabwärts neben so einer Totholz-Schwemmgut, was auch immer, Ansammlung ganz, ganz ufernah präsentieren. Und ich will ja dem Tom hier oben auch nochmal einen Platz zumindest für eine Route lassen. Da unten sind noch 2, 3, 4, 5 weitere Plätze. Mal sehen, welchen er da wählt. Ich nehme jetzt den nächstgelegeren hier von hier durch das Brennnesselgestrüpp und ich nehme euch jetzt mit. Auf geht's. Zack. Es wird Zeit, dass der Tom kommt, bevor es dunkel wird, dass er sich auch noch ein Plätzchen aussuchen kann. Ja, schauen wir nach, ob er da schon irgendwo am Ranklimpern ist mit seinem Bollerwagen. So, alles gepackt. Jetzt muss ich hier nur noch irgendwo den Martin aufstöbern. Keine Ahnung, wo der jetzt hier steckt. Irgendwo da vorne. Da kommt er. Haha. Wird doch Zeit.
Wo treibst du dich rum? Gut versteckt hast du dich. Ja. Du hast doch gesagt, ich solle mal einen guten Platz aussuchen. Ja, das werden wir sehen, ob der gut ist. Ich glaube schon, du wirst begeistert sein. Aber ich muss dich leider enttäuschen. Alle Angelplätze schon belegt. Ich schneide deine Schnüre jetzt ab. Nein, selbstverständlich habe ich für dich die Premiumplätze sogar noch vorgehalten. Ja. Weil ich wusste nicht, wenn du später kommst, ich habe welche, wo du auch spät in der Nacht noch hättest auslegen können. Mhm. Habe ich für dich... Oh, hier sticht mich immer was. Ich habe den Thermazell dabei. Oh, ich habe ihn vergessen. Aber ich hätte ja durchaus noch mal zum Auto laufen können. Ja, du kannst... Hast du warst also, aber zu faul, gell? Da hast du recht. Ja, ich bin jetzt gerade dabei und baue das Zeltchen auf, damit du dich gleich ablegen kannst, weil du müde bist. Ich will jetzt erstmal die Routen aufbauen. Also gut, los geht's. Auf, ich folge dir. Du wirst jetzt wahrscheinlich gleich hier am nächsten Baum diese Spitzen abbrechen. Dann hast du eine viel, viel härtere Aktion an deinen Routen. Ich bin heute mal anders positioniert. Na, da brauchst du aber schon mal so 1,20 m, 1,30 m Pfad. Du könntest ja hier theoretisch auch schon abladen. Guck, Würfel habe ich schon aufgestellt eben. Das ist alles schon vorbereitet. Ich war gerade dabei, den Angelplatz aufzuräumen. Puh. Absolut schwierig hier. Wenn man hier dieses Jahr noch gar nicht war, alles zugewachsen ist und sau viel Holz im Wasser liegt, da überhaupt noch was zu finden, eine freie Stelle, ohne Hänger, dann auch im Dunkeln. Schwer. Ich habe jetzt hier erstmal so ein bisschen was abgesucht, nur mit Blei, ein bisschen den Boden abgetastet, hat sau viel Hänger schon, nur mit Blei. Eine Lücke habe ich gefunden, am gegenüberliegenden Ufer jetzt, da liegt auch ein Baum drin. Ziemlich tief, hart der Boden, also wenn ich sage ziemlich tief, sind es so circa 2, 2,5 Meter. Das ist jetzt bei dem absoluten Niedrigwasser hier schon viel, was wir hier im Moment haben. So, also. Hier ist. Irgendwas geplätschert hier, keine Ahnung. Ob da jemand die Köderfische aus. Wahrscheinlich. Da klaut uns einer die Köderfische vielleicht. Wer weiß. Du hast doch hinten den Mond gesehen. Ja, die ganze Zeit sehe ich den. Und werde ich gleich mal mit der Kamera beizoomen, weil der ist schön orange, gell? Ja. Der abnehmende Mond, gell? Ja. Vollmond hatten wir da an unserem Zauberwaldabenteuer. Mhm. Und jetzt sitzen wir ja schon hier wieder. Alle Köder sind endlich im Wasser. Zwei Abrisse gab es bei mir, zwei Stück an der Zahl. Eine schöne Oktopusmontage habe ich abgerissen, nachdem ich mal kurz kontrollieren wollte. Hing sie im Baum fest. Die nächste Montage geknüpft, ausgeworfen und sofort schon beim Auswerfen gemerkt, zack. Sitzt wieder im Ast fest. Zack, wieder um einen dicken Baum drum. Ganz abgerissen. Mhm. Und jetzt, aktuell, habe ich die Pop-Up-Montage drauf. Ja. Und wenn es interessiert, die habe ich schon mal gebastelt, als kleine Bastelanleitung. Die lasse ich hier oben nochmal kurz einblenden. Da bin ich jetzt gespannt, ob es da noch mal einschlägt. Das sah auf jeden Fall gut aus. Ja, da vorne im Flachwasser haben wir uns mal betrachtet, wie die da hochkam. Brupp, zack, hat sie schön aufgestellt. Ja. Wunderbar. Also, es kann was gehen. Auf jeden Fall zähle ich dieses Mal heute auf den Oktopus. Ja. An dieser Route. Wir haben ja hier extrem wenig Wasser im Moment. Im Fluss. Strömung gleich null. Und Strömung, ja, so gut wie gar nichts. Mhm. Ich habe jetzt vorhin hier beim Auslegen von meiner Route auch erstmal ohne Köder den Boden abgetastet und da hatte ich schon 2, 3 Hänger gehabt, wo ich das Blei wieder lösen konnte und habe mich dann umentschieden und habe eine andere Stelle gewählt, die eigentlich mir nicht so gut gefallen hat wie die erste, aber
war nicht so hängerträchtig. Und habe den Köder zweimal ausgeworfen. Der liegt eigentlich immer noch nicht so optimal, wie ich den gerne hätte, aber ich will jetzt nicht noch einmal auswerfen. Genau so ging mir es auch. Und dann, wenn du sofort nach dem Auswurf merkst, er stockt, das Blei will weiter sinken, aber es hängt schon, dann ist schon aus. Natürlich, das Material ist ja auch kein Spielzeug dann. Du musst ja dann damit wirklich mit Gewalt erstmal rangehen, einen Stock nehmen, um die Schnur zu reißen. Du willst ja die Rolle nicht springen, selbst diese extrem harten Welsrollen. Ja. Aber wir sitzen jetzt hier an der Stelle, wo unser Fluss, der macht eigentlich drei Kurven, oder? Kommt von hier oben. Hier ist so die erste Kurve und dann geht es nochmal, also wie so ein S eigentlich, oder? Ja, ja. Fast wie ein Buckel-S. Gab es ja früher, das Buckel-S. So sieht es fast SZ aus. Also wirklich, das SZ, also so sieht es hier wirklich aus fast. Ja. Dann hier, wir sitzen in dem obersten Stück von dem SZ. Ja, aber alles so auf 25 Meter geschont. Deswegen haben wir ja die Routen hier, da, da und sogar da drüben, gell? Ja, also... alles in ähnlicher Reichweite. Ja. Wobei im Dunkeln kann das alles irrführend sein. Nee, wenn's irgendwo piepst, ich muss aber sagen, blau ist da drüben bei dir, blau. Ja, und ich sehe auch mein Knicklicht. Also wenn ich hier vorrenne, sehe ich mein Knicklicht sofort. Purple ist bei dir da vorne. Ja. Meins sehe ich sogar auch beide hier. Eins ist hier neben und das nächste ein Stückchen durch die Brennnessel-Botanik durch. Ja. Also wir erreichen bei einem Biss binnen Sekunden, das kann man schon wirklich hin, also Millisekunden nett, aber Sekunden können wir es auf jeden Fall erreichen. Ja, und dahin geht der Mond immer weiter auf hier, der wird noch richtig, richtig schön. Fehlt zwar so eine Ecke neben der rechten Seite, sonst wird er schön. Das ist von mir das A quasi. Das abgestrittene A. Abnehmend. A wie abnehmend, genau. Jetzt hast du noch gar nicht gesagt, hast du dir was überlegt, was du machst, wenn du mit dem PB, die Sachen müssen wir jetzt aus, das hast du ja noch. Also ich im letzten Zauberwald-Aal-Film hast du ja noch gesagt, dass du dir was ausdenkst bis dahin. Also den Film habe ich mir gestern Abend nach der Arbeit angeguckt. Und da habe ich nochmal feststellen müssen, dass ich da gesagt habe, ich werde irgendwas machen, wenn ich mein PP knacke. PP? PP. Mein größten Wels meines Lebens war. Ja. Genau. Ja. Jetzt haben wir es doch. Aber mir ist noch nichts eingefallen. Ehrlich nicht? Nee. Aber ich kann dir was sagen. Ja. Mir ist nämlich was eingefallen. Ja. Also, pass auf. Mein größter Wels, den ich ja gefangen habe, hat ja 1,30 Meter. Ja. Und wenn ich jetzt gleich ziehe oder größer werde, also 1,30 Meter plus mache, dann mache ich Folgendes. Jetzt bin ich gespannt. Ja, das solltest du auch sein. Weil, bevor du dann am nächsten Tag traurig bist, dass du keinen Wels gefangen hast, zum Beispiel jetzt im Wasser, dann biete ich dir an, dass ich... Mittlerweile ist es doch so, dass wir doch gar nicht mehr traurig sind. Nein. Wenn wir einen fangen, dann haben wir den ja quasi gemeinsam gefangen. Gut, aber ich sag dir, wenn ich jetzt einen fangen sollte und habe dann meinen größten Wels quasi hier anlanden können in Zusammenarbeit, dann biete ich dir an, dass ich mich oberkörperfrei so weit Richtung Wasser begebe, von deiner Route an, den Wirbel in meinen Gürtel hier hinten einhängen werde und dir den Drill deines Lebens
bereiten möchtest. Ich drill dich dann, oder was? Ich werde dann hier schwimmen und du darfst mich dann hier rausdrillen. Wäre das ein Angebot? Nimmst du das Angebot an? Das nehme ich an, ja. Also, um das zu verdeutlichen. Also, das ist aber jetzt hier der... Also ohne Haken. Premium-Wels wärst du ja dann, oder? Ja, ja. Also wie viel wiegst du? Das verrate ich jetzt. Weit über 100. Naja, ein bisschen. Ganz klar, ein bisschen über 100. Also, du hättest dann quasi ein Ü-200-Pfünder an der Leine gehabt. Also, ich werde mich dann hier drin auch... Also, ich schwimme hier erstmal ein Stückchen raus, bevor du erstmal den Anhieb setzen darfst. Du kannst die Rute dann drin stehen lassen, machst den Bügel halt auf, damit ich ein Stückchen Wasser ziehen kann bis drüben hin. Ich meine, die Fläche hier, die wir hier vor uns haben, ist ja dafür richtig geeignet. Wenn ich rausschwimme bis vorne hin, kurz vor diesem Totholz oder dorthin, und dann kannst du den Biss mimen und dann ziehst du mich einfach bei und ich versuche mich zu wehren. Also, wie es in meiner Macht steht. Das würde ich dir anbieten. Wenn ich einen Wels fange, der über 1,30 Meter ist oder gleich 130 Zentimeter. Dann darf ich dich drillen. Dann darfst du mich drillen. Aber dann möchte ich gerne hier die dicke Hose anlassen, weil dann kann ich nämlich diese harte Schnur in meinen Gürtel hinten einhängen, weil in der Unterhose macht sich das, glaube ich, nicht so gut. Da kannst du nicht genügend Kraft ausüben. Das denkst du. Ja. Kommt nur drauf an, wo aber ich da... Aber da wird es zum Abriss geben. Da habe ich die besten Chancen dann. Da werde ich gewinnen. So, jetzt weißt du es. Jetzt bin ich dran, oder was? Gut, das war jetzt mein Angebot. Also das war meine Aufgabe, die ich erfüllen werde, wenn ich einen richtig schönen Wels fange. Du kannst ja noch überlegen. Wir können ja nachher nochmal einschalten. Vielleicht fällt dir noch was ein. Ich glaube, da müssen wir nachher nochmal einschalten, weil jetzt so auf die Schnelle. Ja, das ist schon ein dickes Ding, was ich dir angebe, oder? Ja. Ich weiß es noch nicht. Wenn du willst, kannst du auch fort einer Montage noch eine Pose setzen, die ich dir kurzzeitig unter Wasser ziehe, wo du meinst, jetzt. Nee. Du sollst natürlich dann auch zu dem Drillgenuss kommen. Also, wenn du schon köchern oder mit Maulgriff. Landung meinen Wels dann ziehst ins dann Maul greifen und rausziehen auch, oder? Nee, ich komme glaube ich von allein dann raus. Ja. Du wirst es. Da gibt es abschlagen bloß nicht. Nur anschauen. Wenn ich an Land bin, nur anschauen. Catch and release. Ist verboten hier bei uns. Ja. Es gibt bestimmt Sonderregelungen. Ja, da bist du platt. Ja. Ich kann da noch einen draufsetzen. Ne? Da bin ich gespannt. Das wird schwer. Wenn ich nachher einschalte, bin ich gespannt. Also, ich denke, die Zuschauer werden hoffen, dass ich jetzt einen schönen, großen, dicken Wels fange. Das glaube ich. Gut, die Chancen stehen gut. Montagen sind draußen. Definitiv, wo wir hier angeln. Auf jeden Fall. Auch große. Und... alles noch offen. So, also ich habe mir was überlegt. Oh, wenn ich heute einen Wels fange und es muss kein PB sein, also kein... Achso, überhaupt? Nur tatsächlich wenn, nur wenn ich jetzt Wels? Wenn ich jetzt heute einen Wels fange und wir angeln ja heute ausschließlich auf Wels, was anderes wird wahrscheinlich keinen anweisen. Ja, wahrscheinlich nicht. Dann werde ich mein Vorfach verlosen, wenn das jemand haben möchte. Also mit, ja. Ach, das Vorfach. Das ist ja mal was ganz anderes. Mit U-Pose und direkt mit dem, wo du gefangen hast. Genau. Mit Originalschleim und von mir aus auch noch Taubenresten und Köderfischresten dran. Mhm. Wird eingetütet und wird an denjenigen verschickt, der es haben will, oder es wird ausgelost. Wenn es mehrere Bewerber gibt. Ja. Das ist gut. Das ist auch gut. Es wird einfach ausgeschlauft dann morgen früh und wird so verpackt, safe, zugedichtet. Ich habe noch so kleine Tütchen, wo die Oktopusse drin waren. Die haben da so einen ganz besonderen Flavor. Oh ja. Flavor sagt man ja dann auch. Bei dem Karpfenangler ist natürlich der Flavor auch ganz was ganz Wichtiges. Oh
riecht sowieso hier extrem nach Flavor. Flavor, Oktopus. Ich hab gesagt, heute probiere ich es nochmal. Heute hänge ich nochmal so ein Ding dran. Abartig, wie das stinkt. Drei Dinge habe ich dran gehängt. Drei Stück. Zwei Stück sind abgerissen, einer ist noch hoffentlich da. Safe am Fangen. Ja, aber die Idee ist gut. Ja, also das werde ich machen. Wenn ich heute einen Wels fange, dann, wie gesagt, werde ich es vorfachen. Diese komplette Montage. Ja, das Vorfach halt dann mit U-Pose, mit allem drum und dran, wird einfach ausgeschlauft und eingepackt und wird an denjenigen versendet, der zuerst sich meldet und sagt, hier, ich will es haben oder wie auch immer. Mhm. So. Samt Köderresten. Ja. Gut. Ja. Ist das was? Ja, ist gut. Ist gut. Ist gut. Gut, so wird's gemacht. Also, das ist mein Vorschlag für heute. Aber ich will nur mal eins dazu sagen, also die Sache jetzt von wegen, wenn ich hier dein Drill-Gegner bin, das zählt nur heute. Also das geht jetzt hier über etliche Episoden weiter. Das habe ich ausschließlich heute preisgegeben, dass ich, damit du nicht enttäuscht bist, wie gesagt, wenn ich also wirklich schon groß, werde ich ja mit Sicherheit nicht machen. Also, das weiß man nicht. Ja, das kann jederzeit passieren. Wie gesagt, heute zählt dieses Angebot, diese Aufgabe. Mhm. Okay. Und beim nächsten Mal können wir es ja neu auffrischen lassen. Und ich sag, wenn es heute nicht klappt bei mir, sondern erst was weiß ich wann, ich mache das trotzdem, ich werde dann dieses Vorfach in die Runde schmeißen und wer es haben will, der schreit ganz laut hier und der kriegt es dann. Ja, genau so machen wir das. Vielleicht kann man es ja auch so machen wie mit unserem Tauschstreamer. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch jemand auf dem Schirm hat. Wir hatten ja mal so eine Aktion ins Leben gerufen, das muss ich auch nochmal neu auflegen lassen. Ja, genau. Vielleicht kann man das ja auch so ähnlich machen, dass jemand anderes dann mit diesem Vorfach auch einen Wels fängt. Und es dann genauso weiter. Und uns ein schönes Foto schickt oder sogar einen Film dreht oder, oder schreibt, dein Vorfach war absolut scheiße. Und ist direkt gerissen. Oder wie auch immer. Fischverlust. Das kann man doch auch machen. Sowas. Ja. Ah ja, genau. Ja, oder? Geht alles, klar. Gut, also so wird's gemacht. Gut. Nix war's. Oder? Nee, überhaupt nix. Also ich muss dich nicht drillen jetzt. Nee, meine Hose bleibt trocken. Meine Frisur sitzt und fällt nicht zusammen. Ja, aber ich schwitze. Das sind doch jetzt schon wieder 30 Grad, oder? Abartig. Ich glaube, heute sollen es 36 oder gar 37 Grad werden. Ja. Vor allen Dingen heute Morgen um, ich weiß gar nicht wie viel Uhr, 4 oder 5, stand da hinten die Sonne direkt hier rein. Ja. Hier, mir hat es die Füße schon fast zum Aufplatzen gebracht. Die Hitze. Das war auch der Grund, warum die Wälse heute keinen Bock hatten oder heute Nacht. Denn es ist einfach zu heiß. Ja, genau. So, wir packen jetzt ein und melden uns dann noch mal kurz zum Schlusswort. Oh ja. Oder? Ja, klar. Ganz was Neues mal. Das Schlusswort. Schlusswort. Gut. Du hast das Abschlusswort angekündigt. Ja. Wie fällt das aus? Sind Diebe unterwegs hier bei uns. So. Ja, Köderdiebe. Bei dir? Bei mir war an der einen Route gar nichts mehr dran. Da waren alle drei Fischchen, die ich da dran hatte, weg.
Die Tauwürmer auch. Keine Ahnung, was das war. Vielleicht Aale. Und an der anderen Route waren auch alle Würmer weg und auch ein Fisch. Also mein Tintenfisch war noch, den wollen sie nicht, sehr, sehr duftend am Haken. Da habe ich jetzt erstmal ein bisschen rumgespielt, bis der ab war wieder. Den wollte keiner. Weil letztendlich wollte er gar nichts, irgendwas haben. Ja, das war, keine Ahnung, jedenfalls kein Zielfisch, kein Wels. Nee, das waren irgendwelche kleinen Räuber. Vielleicht war es auch Krebse, Schwimmkrebse. Aber ich denke, hier die Stelle werden wir öfters mal aufsuchen. Die ist ganz schön. Ja, da muss man wieder so 10, 12 Mal blenken und dann knallt's. Ja, nee, doch, gefällt mir hier ganz gut. Und aber das mit der Sonne müssen wir uns noch ein bisschen anders machen. Ja, wie ist das denn? Der erste Sonnenstrahl geht direkt ins Zelt rein. Naja, gut. Das ist jetzt nochmal die letzte Kraft der Sonne. Ich denke, irgendwann lässt es auch wieder nach. Ja, da wird so müde. Gut. Marschieren wir los. Ja. Dann zum Abschluss noch das Abschluss. Tschüss. Also. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Servus.